Hallo meine Lieben und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Heute gibt es wieder ein deutsches Video und ich habe mich sehr über die ganzen Aufrufe, über die ganzen Kommentare auf meinem letzten Shireen David Video gefreut. Also ich habe überhaupt nicht mit gerechnet, weil ich dieses Video damals im Dezember gedreht habe und ja, jetzt im Januar, Februar hat es dann doch so viele Views bekommen. Also ich glaube 130.000 Views für deutsches Content, weil wir machen ja grundsätzlich hier nur englisches Content. Also nicht grundsätzlich, wir machen auch Russisches und Deutsches, aber ich habe mich, also wow, ich war wirklich geflasht. Ja, für viele, die neu dabei sind, mein Name ist Tanja Levy, ich bin Gesangslehrerin aus Hamburg, lebe und arbeite allerdings in Singapur, richtig in Asien, ganz am anderen Ende der Welt. Ich habe hier ein Gesangsstudio, Stage Art Studio, und ich arbeite hier und gebe Gesangsunterricht. Schaut doch mal auf meiner Homepage vorbei, ich gebe auch Skype-Unterricht, gerade zum Wochenende nach Deutschland. Da sind auch ganz viele meiner Schüler vertreten, die auch bei The Voice Kids beispielsweise waren. Also einige von denen waren bei The Voice Kids und viele sind auch im Music-Entertainment-Bereich vertreten. Schaut doch mal auch gerne auf meinem Instagram-Account, da könnt ihr auch einige von denen sehen oder einfach auf dem YouTube-Channel. Ja, und lasst uns doch mal heute loslegen. Heute gibt es eine deutsche Version von Ariana Grande und ich mache euch einen kleinen Breakdown. Best Vocals in 2018. Okay, da muss ich auch schon gleich mal einen kurzen Stopp machen. Also Ariana Grande ist ja sehr bekannt in der Vocal-Pedagogy-Welt, also im pädagogischen Bereich, unter uns Gesanglehrern dafür, dass sie natürlich relativ, sag ich mal, unsauber ist in ihrer Aussprache, in ihrer Phonetik und auch in gesanglichen Techniken. Also sie hat natürlich eine brillante Stimme, sie hat einen riesengroßen Umfang. Das bedeutet allerdings nicht immer, dass bei den Stars auch alles gesangtechnisch richtig liegt, ja. Also hier zum Beispiel ist es so, sie hebt sehr, sehr stark das Kinn, ne. Wenn du es jetzt mal selber machst, einmal zu Hause, so als untrainierter Sänger, sage ich jetzt mal, und du hebst das Kinn, schlägst es so an, ne. Dann was passiert ist im Grunde genommen, dass dein Kehlkopf einfach in eine unnatürliche Position geht. Was wir wollen, ist, dass der Kehlkopf beim Singen in eine neutrale Position ist. Natürlich ist das die ganze Zeit nicht machbar, weil andere Stilistiken erfordert natürlich auch eine andere Kehlkopfposition. Das bedeutet, wenn du zum Beispiel jetzt irgendwie diese hohen Töne singst und beltest, dann ist es ganz klar, dass der Kehlkopf sich weiter eben hebt, anstatt senkt. Also hier ist es jetzt aber so, dass wir sagen immer dazu, der Kehlkopf wird jetzt hier praktisch unnatürlich manipuliert. Ne? Was auch nämlich passiert ist, dass dort jetzt Druck auf den Stimmbändern entsteht, der den nämlich nicht sein soll. Im Englischen heißt es constrict and restrict. Zum Beispiel dieses das ist nämlich constrict, the vocal folds. Und dann restrict ist, wenn du einen ganz freien Gesang hast. Gott, mein Deutsch ist gerade ein bisschen eingeschlafen, weil mein Mann nämlich auch nicht aus Deutschland kommt, sondern ich spreche mit dem auch seit 4 Jahren Englisch. Und naja, also Entschuldigung, wenn nicht alles genau perfekt ist. So. Okay, also ab einer bestimmten Höhe, ne, ist es fast, also viel einfacher eigentlich nicht wirklich alles sauber auszusprechen. Das wissen nämlich auch viele nicht. Also ab einer bestimmten Höhe, damit der Vokal einfach besser zur Geltung kommt und nicht mit der Zunge und den Lippen formuliert wird, ist es viel einfacher für den Sänger praktisch nur auf den Vokalen auszusingen. Was sie ja auch macht, weil sie sich das einfacher macht, ne? Weil du hast ja, wenn du Wörter hast, hast du diese Diphthongs und du hast ja Konsonanten und Vokale und Zischlauten und das ist in dem Moment anstrengend. Das ist also für die Zunge auch, die ganze Aussprache und alles. Und es macht sich das jetzt einfacher. Auch nur mal so, sie singt ganz, ganz viel im Mix-Voice-Bereich. Auch nebenbei, sie singt sehr viel im Mix-Voice-Bereich. Also sie ist Mix-Voice und Flageolet, dann kommt das Whistle-Register. So, Flageolet ist das Register vor dem Whistle-Register. Und da ist sie natürlich absolut stark, ne? Also Mix-Voice ist halt ihr Ding. Ja,
Ihr seht, sie pummeliert das gar nicht mehr richtig aus, ne? Echt Craig. Die Frau ist hammergeil, also es ist echt keine Frage, ne? Nochmal eine andere. Ich hatte ja vorhin gerade das Kinn angesprochen, ne? Also auch die Riffs, die sie macht, ne? Die kommen relativ viel aus dem Kinn heraus. Genau, also was wir auch wollen, wenn du halt singst und die Riffs singst und grundsätzlich wollen wir natürlich nicht so viel das Kinn voll bewegen, ne? Ihr seht, yeah. Ja, sie bewegt immer relativ viel das Kinn, das wollen wir eigentlich nicht. Im Grunde genommen wollen wir nicht, zu sehr das Kinn bei diesen Riffs bewegen. Ohne genommen eigentlich gar nicht, ne? Okay, also nur mal auch so nebenbei. Die Frau ist natürlich hammergeil. Das ist wirklich keine Frage. Also sie ist wirklich so zur Zeit in den letzten Jahren der songtechnisch und auch irgendwie gesanglich ist sie einfach zur Zeit für mich persönlich so die Pop-Queen. So auf dem neuen Markt, ne? So zu meiner Zeit war das natürlich Mariah Carey, Whitney Houston und ich finde, sie ist für die junge Generation auch so das Pendant dazu und sie hat das einfach live einfach megamäßig drauf. Es ist wirklich jemand, der singen kann und die, ja, also da gibt es echt nichts zu sagen. Oh, das war ein Whistle jetzt hier. Ganz kurz Stopp machen, weil was hatten wir da gerade? Wir hatten gerade ein Whistle. Hammermäßig. Also Whistle, wie gesagt, Flageolet, Whistle Register. Ich hatte das ja, glaube ich, schon mal in einem Shirin David Video erzählt. Schon jetzt irgendwie gerade in die Augen gefasst, weil ich dachte, mir sind gerade die Wimpern alle abgefallen. Meine Perücke ist gerade shake it off. Auf jeden Fall ganz kurz mal der Ton, weil das echt den Selen hat. Das kann doch nicht sein, dass sie den angeschlagen hat. Also. Häufig, wenn hier meine Schüler kommen und Ariana Grande singen wollen, dann geht es denen hauptsächlich darum, dass sie das Mixed Voice Register beherrschen wollen. Weil da hast du deinen ersten Arpeggio, also deinen ersten Bruch ins andere Register, also nicht deinen ersten, aber deinen zweiten. Also ich meine jetzt hier bei F oder G haben halt ganz viele schon ihren ersten Bruch. Meistens kommt es auch ein bisschen später bei A oder G Sharp. Also je nachdem hast du dann deinen ersten Bruch. Und dann wechselt das einfach oftmals bei vielen ins Kopfregister und das klingt dann für viele einfach nicht so voluminös, wie sie es gern hätten und was sie euch auch bräuchten, um halt diese Ariana Grande, Demi Lovato Songs zu singen. So, und was man natürlich jetzt beim Gesang macht, ist, man arbeitet jetzt technisch und zieht das Register praktisch hoch, ne? Das ist ein ganz alter Ausdrücke. Also mal ganz, gesanglich hat sich in Deutschland nichts revolutioniert. Ist ganz viel, was aus Amerika kommt, aus England kommt. Alles, was so aus dem Ausland kommt, ist noch nicht in Deutschland angekommen. Das heißt, eine richtige Formulierung gibt es leider gar nicht so wirklich. Also hochziehen nenne ich das jetzt mal, die Bruststimme praktisch hochziehen, sodass der Bruch ein bisschen später kommt. Und das machst du halt mit verschiedenen Übungen. Eine Übung wäre zum Beispiel halt, nee, das sage ich hier ganz oft, werde ich auch immer wieder holen. Schön nasally, wir sagen mal dazu Nasal Resonance und a little bit of twang. So, und so eine Übung wie Nay hilft dir langsam über diese Passage durchzukommen. Das wird nicht beim ersten Mal funktionieren,
das wird mit Arbeit und ein bisschen Schweiß funktionieren, weil wenn du da, wenn dein Muskel sich daran gewöhnt hat, nämlich ins Kopfstimmregister zu gehen, dann bedeutet das nämlich Muscle Memory. Das bedeutet, dass der Muskel das abgespeichert hat. Und das bedeutet Übung, dass der, boah, jetzt muss ich ja auf Englisch auf Deutsch switchen. Boah, ist das auch teilweise echt. Ich bin ja auch gebürtigere Hamburgerin, eigentlich furchtbar, ne? Also der Muskel hat sich das so abgespeichert und das braucht einfach einen Moment, bis der Muskel sich das angewöhnt hat, dass er jetzt das Register sozusagen hochzieht. Und das kann von 3 Monaten bis zu 4 Jahren dauern. Das ist leider wirklich so. Deswegen sagt man auch immer Vocal Journey und deswegen sagt man auch immer Gesangsunterricht regelmäßig machen, weil es ist halt wie Marathonlaufen. Ne? Und es bringt dann halt nichts, wenn du unaufgewärmt Marathon läufst, da hast du dich schon mal verletzt. Wenn du Marathon laufen willst, dann musst du dich auch erstmal vernünftig aufwärmen, musst deine Übung machen, musst du fit sein und dann kannst du die Strecke laufen. Ne? Und das ist beim Singen einfach wirklich nicht anders. Und wenn du dann mal 2 Wochen irgendwie deine Übung nicht machst, dann macht sich das eben bemerkbar. Die Stimme ist ja auch ein Muskel. Kinders, ihr dürft das nicht vergessen, weil viele total wahnsinnig hier im Studio sind. Und ich habe hier schon also wirklich alles erlebt. Wir haben hier wirklich alles dabei, auch vom Profi oder nur vom Duschensänger. Und es sind ganz viele ähnliche Probleme jedes Mal. Macht euch da keine Sorgen. Habt Geduld, ja. Okay, ich mache jetzt mal noch ein bisschen Stopp. Ich zeige euch jetzt noch einmal die Übung. Ja, und die heißt nämlich Nay. Ihr könnt auch nee. So, und das macht ihr bitte so lange auf einem Ton, bis das sitzt. Es nützt ja auch nichts, irgendwie was Halbes zu haben. Nee. Ja, nach dem Motto. Und dann gehst du jetzt aber das Register hoch, weil dann hast du den Ton immer noch nicht sicher bei dir in deinem Register, ja. Es gibt unfassbar viel zu sagen zum Bereich Gesang und auch jetzt hier zu dem Video. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen, sendet mir doch bitte eure Vorschläge hier in den Kommentaren. Ich schaue mir das mal super gerne an. Viele hatten jetzt auch gesagt, ich soll was zu Billie Eilish machen. Ich glaube, ich habe es immer noch nicht richtig ausgesprochen. Es tut mir wahnsinnig leid, I'm sorry. Ich hätte schon Kommentare gehört, wie mein Herz blutet. I'm so sorry. Schaut doch mal auf meine Homepage. Schaut doch mal meine Homepage vorbei oder rein. Und ja, ich freue mich auf euch. Ich bin auf Instagram und ich bin auch auf Facebook. Und ich knutsche euch aus dem humiden tropischen Singapur. Mua. Hinterlasst doch bitte ein Abo, habe ich total vergessen, was ich gerade sagen. Yay!